es lohnt sich. Einen anderen herzlichen Dank für euren Support, ihr seid unglaublich. Das weltbekannte Rio de Janeiro, Zuckerhut, ja, Christ Redentor, Copacabana, die Ipanema Girls in ihrem wunderbaren String-Tanga-Bikini sozusagen, Surfer und natürlich Bossa Nova. Ja, Rio de Janeiro hat einige Attribute zu bieten und es ist vermutlich das Bild, was jedem in den Kopf kommt, wenn man an Brasilien denkt. Aber was ist, wenn ich euch was anderes zeige? Ein spektakuläres Rio de Janeiro, was fast keiner kennt. Ja, Stichwort Chuatinga, Chuau, zwischen Barraca da Tijuca und Leblon gelegen. Und mein bekannter Nachbar, der hier direkt neben mir wohnt, dreifacher Fußballweltmeister. Ihr alle kennt ihn, Pelé. Lasst uns fragen, ob er Salz und Pfeffer für mich hat. Petra de Gavea. Es ist der höchste Monolith, der höchste Granitstein der ganzen Welt. Er streckt sich hier über 844 Meter Höhe direkt vom Meer hier in die empor und blickt quasi in doppelter Höhe über den Zuckerhut Rio de Janeiro, Christ Redentor. Ja, Petra de Gavea, bekannt für Ausflüge, für Trekking, Hiking hier in Rio de Janeiro zum Besteigen. Heute wird es nicht in diesem Video reichen. Vielleicht machen wir das mal ein anderes Mal, aber ich wollte euch einfach mal dieses Naturspektakel zeigen und nicht vorenthalten. Einfach grandios hier in der Matta Atlantica. So, ihr fragt euch jetzt vermutlich, was macht Marc mit Pelé? Ja, Chuatinga, das ist der bekannte Strand hier in Rio de Janeiro, den fast keiner kennt sozusagen. Ja, innerhalb dieser Kondo zwischen Barraca da Tijuca und Leblon gelegen. Ich zeige euch mal kurz hier diesen Blick auf das Meer, auf die wunderbare Bucht des Atlantischen Ozeans. Hat Thais und ich ein wunderbares kleines Studio gefunden inmitten einer Kondominium. Dann habe ich erfahren, dass mein Nachbar der bekannte Fußballer Pelé ist. Unglaublich, unglaublich. Also wir gehen dahin jetzt wirklich, um zu sehen, wie sein Haus ausschaut. Dreifacher Fußballweltmeister 1958, 62. Und 1970, unglaublich famous, also richtig sehr, sehr bekannt. Er ist der beste Fußballer, die Legende letztendlich, zusammengerechnet mit Messi und Cristiano Ronaldo. Das Ganze zehnfach besser, das ist Pelé, über den ich spreche. Ja. Wunderbare Story. Ja, und wir gucken mal, ob ich jetzt wirklich, weil das ist hier in Brasilien, was ich gehört habe, Tradition, dass wir als Nachbarn Pfeffer und Salz bekommen beim Einzug. Mal schauen, ob das funktioniert. Was glaubst du, Thais? Ich denke, du bekommst gar nichts. Ah, warten wir mal ab. Ja, ich sollte eigentlich mal einen deutschen Fußball-Jersey hier auftauchen bei ihm. Ja, mal abwarten. Schaut euch einfach mal hier diese legendäre Kondominium an. Ja, die ist frei zugänglich übrigens. Also ihr müsst nicht Mitglied sein. Nichtsdestotrotz, wenn ihr hier diese Anlage betretet, ist natürlich so eine Art wie ein kleiner Sicherheitscheck, aber relativ entspannt, muss ich sagen. Und das Schöne ist, dass hier fast kein Tourist ist. Also es ist ein kleines Geheimnis von Rio de Janeiro, das nicht viele Leute kennen. Also ich habe mal bei Viva Real heute nachgeschaut, was eigentlich hier so ein Haus kostet, weil ich interessiert bin, wie teuer das eigentlich ist. Und es gibt hier Häuser, die sind so ungefähr 25 Millionen Real, ja, liegen die. Das ist so mit dem aktuellen Wechselkurs so 4 Millionen Euro. Ja. Also nur, dass ihr mal eine Idee habt. Das ist wirklich ein Viertel, letztendlich ein Bezirk hier in Rio de Janeiro, das bekannt ist. Es gibt auf dieser Website ungefähr 180 Häuser aktuell zum Verkauf und nur ganze zwei Apartments, also dass ihr mal eine Idee habt. Ja, der Fokus ist wirklich hier einfach einzig und allein auf diese Menschen, also auf das riesen Eigenheim, ja, und keine Apartments sozusagen. Es ist eine spektakuläre Gegend, finde ich, weil du wirklich an dieser Hanglage bist mit diesem wunderbaren Blick über den Atlantischen Ozean. Und das Spektakuläre ist jetzt die Bucht von Chuatinga, ja, versteckt
direkt mit riesiger Brandung, perfekt für das Wellenreiten und Surfen, ja, für die ganzen Fans da draußen hier bei Mark on the Road. Lass uns das erkunden jetzt. Wow, sehr interessantes Video. Wie schaut's aus mit einem Abonnement? Das Ganze ist kostenlos. Ja, also einfach mal diese Alarmglocke da unten drücken und weiter Spaß haben in diesem Video. Also was mir aufgefallen ist hier, ist wirklich durch diese Hanglage, wie teilweise diese Häuser da auf dieser Klippe stehen und eigentlich kurz davor sind, wirklich abzustürzen. Das ist unglaublich, aber Thais hat mir erzählt, dass diese Steinformation da, das hier wirklich Granit ist, steinhart ist sozusagen, ja, das ist doppelt gemoppelt übrigens. Nein, aber nichtsdestotrotz, also du hast wirklich ein sehr, sehr starkes Fundament hier, sodass eigentlich ein Absturz dieses Hauses oder dieser ganzen Eigentümer, die hier vorhanden sind, und solltest du auch mal investieren wollen, dann kannst du das unbedenklich hier machen. Also die werden hier auch noch die nächsten 100, 200 Jahre stehen bleiben. Ich bin wirklich sprachlos, weil mir das gefällt hier einfach. Es ist ein anderer Blick auf Rio de Janeiro, mal ein bisschen anders als das, was wir wirklich so kennen von dem typischen Karneval, Samba und alles. Nein, hier ein bisschen alles gediegener. Und gleich habe ich noch eine Überraschung, nachdem wir dann natürlich diesen Strand hier schon gesehen haben oder sehen werden, den ganz bekannten Club Costa Brava. Ja, wenn du ein Bossa Nova Liebling bist oder ein Favorit in dieser Musikrichtung, dann sagt dir das vielleicht was. Gegründet 1962. Wenn du hier leben würdest, ja, stell dir vor, du gehst jeden Tag da zum Wellenreiten, Sonnenbaden, in deinem Jacuzzi mit einem Glas Champagner auf den Atlantischen Ozean raus, schon nicht schlecht, oder? Das ist Rio de Janeiro, meine lieben Freunde. Das ist Rio, Brasilien, wie es lebt und lebt. So, Thais, was ist deine Meinung hier über diesen unbekannten Stadtteil von Rio de Janeiro? Luftfeuchtigkeit. Schwül. Yeah. Sehr, sehr schwül, heiß. Und ja, yeah, I'm sweating. Ja. I just had a shower, but my hand sweating again. What beautiful. Als der Musikstil Bossa Nova hier in Rio de Janeiro in den 90er, 50er geboren wurde und natürlich Weltstars wie Tom Jobim rausgebracht hat, ja, Ipanema Girls und all dies, hat man irgendwann in den 60er Jahren, genau gesagt 1962, damit angefangen, einen Club, einen Rückzugort quasi für diese Oberklasse von Rio de Janeiro zu errichten. Und dabei ist dieser Club Costa Brava entstanden. Legendäre Partys haben hier stattgefunden. Aktuell ist dieser Club weiterhin natürlich noch in Benutzung, ja, aber hat natürlich diese Tradition ein bisschen verloren, einfach aufgrund der neuen Stilrichtung, die hier in Brasilien auf den Markt gekommen sind, musikalisch betrachtet. Ihr habt das Haus von Pelé entdeckt, hier im Hintergrund. Schaut euch das mal an. Ist das nicht grandios? Ja, mit dem Blick hier auf den Atlantischen Ozean, spektakulär. Mein Nachbar sozusagen, das erste Mal in meinem Leben lebe ich neben Pelé. Wer weiß, wie häufig das passieren wird. Also Celebrities, ja, richtig bekannte Schauspieler, natürlich auch Politiker von Rio. Ja, von Rio. Von Rio. Rio de Janeiro, ich bin gerade ein bisschen geflasht, ja, sozusagen, die wohnen hier in dieser Kondominium. Und das Beste ist, wenn du jetzt hier nicht mit dem Mietwagen hinfahren möchtest, kannst du sogar mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, dem Bus 537, direkt hier oben aussteigen. Grandios, ja, die Tour mit Mark on the Road sozusagen hier in Rio de Janeiro, das ist etwas andere heutzutage. Schaut euch das nochmal an, das Haus, ich finde das schön, es sieht wirklich toll aus, sieht danach aus, dass es ein dreifacher Weltmeister ist. Wir klingeln jetzt bei Pelé. Ding dong. Ding dong. Hi, is Pelé there? My name is Mark. I'm a very famous footballer from Germany. No. Ah, no, I just moved into the neighborhood. I wanted to ask for salt and pepper, please. Okay, thank you. Muito obrigado. Ciao.
Hat nicht geklappt, leider. Nächstes Mal. Da könnt ihr noch mal erkennen, den Club Costa Brava, vorgelagert auf einer Landspitze sozusagen. Sehr, sehr geschützt natürlich von der Brandung. Obendrauf die ganzen Sonnenschirme und ein Swimmingpool. Wer hat Lust auf einen Caipirinha? What do you think, Lovie? Hier über Brasilien oder Rio de Janeiro im Allgemeinen. Ich meine, das ist einfach nur spektakulär. Schaut euch das mal an. Wir haben bei den Gezeiten haben wir natürlich das Problem, dass manchmal dieser Strandabschnitt von Choatinga jetzt nicht frei zugänglich ist, einfach aufgrund der Ebbe-Flutsituation mit den Gezeiten. Ja? Wenn aber die Ebbe quasi draußen ist, dann hast du sehr, sehr schönen, so ungefähr 300 Meter langen Sandstrand. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass die Security hier oben bei dem Eingang in diese Kondominium, was hier frei zugänglich ist, weil es öffentlich ist, ja, im Sommer oder über die Sommermonate reduzieren kann die Anzahl der Besucher. Also du wirst hier nie einen überlaufenden Sandstrand finden, so wie in Ipanema oder natürlich an der legendären Copacabana. Und das alleine, finde ich, ist etwas, was einfach wirklich wert ist, diese kurze Fahrt von Leblon oder Ipanema hier raus, so rund 20 Minuten vom Zentrum von Rio de Janeiro entfernt. '67 ist der Österreicher Hanse hier nach Rio de Janeiro übergesiedelt und hat sich entschlossen, direkt hier an diesem Ort eines der schönsten Restaurants in ganz Rio de Janeiro zu eröffnen. Fokus auf die österreichische Küche gelegt, das heißt Fondue. Ja, eine Überraschung, nicht die Schweizer können das, sondern auch die Österreicher und natürlich den legendären Apfelstrudel. Heute ist das leider geschlossen, da sie erst ab 7 Uhr abends aufmacht, aber es ist empfehlenswert. Das war ein anderer Einblick in das Rio de Janeiro. Völlig unerwartet für die meisten von euch. Herzlichen Dank für eure Zeit, für das Dabeisein. Abonnement nicht vergessen für jeden, der neu ist. Allen anderen herzlichen Dank für euren Support, eure Unterstützung. Wertgeschätzt das Ganze von euer Mark on the Road. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis bald, euer Mark. Take care, peace and blessings. Adios.